Hannah? Ja, ich will gleich zu ihr. Das geht natürlich vor. Sie vermisst dich wahrscheinlich auch schon wahnsinnig. Und ich kann's auch kaum noch erwarten. Aber sag mal, hast du nicht Lust mitzukommen? Dann könnt ihr beiden euch endlich mal näher kennenlernen. Lieben gern, aber willst du nicht mit Hannah allein sein? Also ich habe damit auch nicht gemeint, dass wir die ganze Zeit zu dritt sind. Verstehe. Ich verkrümmel mich dann irgendwann. Ja, okay. Gut. In Ordnung. Von mir aus können wir gleich los. Ja, die Tanten kuscheln miteinander. Tanten? Ja. Und die wollen jetzt bestimmt auch alleine sein. Du wolltest doch spazieren gehen, oder? Hm? Magst du mitkommen? Oh. Ja, das wollte ich dir gerade selber vorschlagen. Stimmt sogar. Komm, ich nehme dir die Kleine mal ab. Okay. So. Na, we go walking. Kannst du schon Englisch? Ja, das scheint ja lieber auf den ersten Blick zu sein. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wann musst du eigentlich los? Gleich morgen früh. Und ich freue mich schon so darauf. Aha. Ja, das ist erstmal ein super Hotel. Hat gerade neu aufgemacht. Mit Wellnessbereich und Massagen. Na, da freue ich mich ja für dich. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit den belgischen Masseusen. Wieso belgisch? Ich denke, dein Meeting ist in Brügge. Ist es auch? Mhm. Nur ich werde nicht dran teilnehmen. Das wissen aber auch nur du und ich. Selbst Bernd denkt, ich fahre nach Belgien. Aber ich werde das Wochenende mit meiner Liebsten verbringen. Ein neues Hotel, kaum Gäste. Da kann ich die Zeit richtig schön mit ihr genießen. Nein. Ja. Ehrlich? Ehrlich. Das ist echt verrückt. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir hatten reserviert auf den Namen von Herrn Novak. Hanna Novak. Ein Doppelzimmer? Ja. Wenn Sie dies bitte mit Ihrem Namen und Unterschrift ausfüllen. Ja. Was wollen wir eigentlich zuerst machen? Türkisches Bad oder Ganzkörperpeeling? Zimmer 411. Dankeschön. Und schönen Aufenthalt. Danke. Oder besser noch, wir checken erstmal, ob das Bett groß genug ist. Ah. Und ich trage dich auch über die Zimmerschwelle. Ja, voll viele Leute denken. Natürlich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Massage. Ich kann es kaum erwarten. Obwohl, ich kann ja sowieso keine Masseurin übertreffen. Gut gewählt. Ich freue mich auch drauf. Ach du Scheiße. Was macht die denn hier? Das Mailing. Letzte Woche war eine Werbebroschüre von dem Hotel in unserer Hausbrust. Dadurch bin ich doch erst darauf gekommen. Ja, meine Schwestern schauen auch. Diese dumme Schnepfe, die muss mir immer den Spaß verderben. Wir reisen ab. Quatsch. Sofort. Nein, jetzt übertreib mal nicht. Dann machen wir es uns halt auf dem Zimmer gemütlich. Und draußen sind wir wie gute Freundinnen. Daran habe ich mich ja schon gewöhnt. Bernd denkt, ich bin in Brügge. Auch mein Vater. Selbst Sylvia Jones hat das mitbekommen. Ich habe keine Lust auf lästige Fragen am Montag. Und ich habe keine Lust mehr auf diese Panikmache. Hannah, bitte. Ja, es ist immer dasselbe. Immer kommt was dazwischen. Kann ich denn was dafür? Ja, du kannst dir für Montag eine gute Ausrede überlegen, anstatt uns das Wochenende zu vermiesen. Oh, entschuldige bitte. Du kannst natürlich gerne alleine hier bleiben. Das Zimmer und der Wellnesskram sind bezahlt. Ich wünsche dir eine angenehme Zeit. Carla, jetzt sei doch nicht so zickig. Oh, ich wollte keinen Wein mehr. Ich wollte zahlen. Der Herr dort würde Sie gerne auf ein Glas einladen. Entschuldigung, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich wollte... Carla? Hallo. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Carlos Mutterborn. Würden Sie mir die Freude machen und mir etwas Gesellschaft leisten? Was ist mit dir passiert? Die Verkleidung ist doch perfekt. Ja, aber wenn Silvia dich sieht. Ja, ich pass schon auf. Sie sieht her. Und sie wirkt sogar ein bisschen neidisch, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist spannend, darf ich bitten?
Ja. Na bitte. Hat doch prima geklappt. Achtung, der Kellner. Danke. Ein Birmerweiß, bitte. Sehr wohl, Herr. Daran werde ich mich allerdings nie gewöhnt. Aber ansonsten mache ich mich doch ganz gut als Kerl, oder? Du bist völlig verrückt geworden. Verrückt nach dir, Baby. Ich bin offenbar nicht deine einzige Bewunderin, Carlos. Da dreht sich deine Schwester etwa immer noch den Kopf nach uns? Sie ärgert sich schwarz, dass ich Gesellschaft habe. Warum seid ihr eigentlich so verstritten? Ach, das willst du gar nicht wissen. Doch. Wie kann man dich denn nicht mögen? Das war schon immer so. Ganz extrem wurde es, als sie sich in Lars verliebte und er sich für mich entschied. Seitdem hat sie Lust am Zerstören. Alles, was mir lieb ist. Deswegen habe ich auch so eine Angst, dass sie uns das Leben schwer machen könnte. Jetzt kommt sie. Okay, mach dir keine Sorgen. Entwarnung, sie geht. Kein Grund aufzuhören. Ja, wo bleibt ihr denn jetzt mit der Rechnung? So ungeduldig, bis wir alleine sind? Si, Senor. Außerdem könnte Silvia jeden Moment kommen. Die ist nämlich ganz schön neugierig. Na und? Ich bin doch ganz überzeugender als Carlos. Trotzdem, jetzt geh schon mal nach oben, bitte. Kommt gar nicht in Frage. Ich lass doch keine Frau die Rechnung bezahlen. Schon wie du. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den Salat. Jetzt kommt sie. Gut, dann sollte ich vielleicht wirklich gehen. Eine Flasche Champagner bitte noch, auf 320. Drei übernehme ich. Na. Ich würde gern zahlen. Ja, gerne. Stimmt so. Danke. Deine Kontaktanzeige hat es aber eilig wegzukommen. Er muss dich wohl gesehen haben. Naja, ein Abend mit dir und jedermann sucht das Weite. Du musst nicht von dir auf andere schließen. Irgendwie kam er mir bekannt vor. Das würde mich aber wundern. Der Mann hat Geschmack. Und wie kommt er denn auf dich? Es wäre ja nicht der erste Mann, der mir den Vorzug gäbe. Nicht wahr? Sag mal, bei wem muss ich mich eigentlich bedanken? Hm? Bei Carlos? Oder bei Carlos? Du hast die Wahl. Ah. Also ich muss gestehen, der Spanier, der hat mir auch ganz gut gefallen. Ruinier du nur mein Selbstbewusstsein als Frau. Komm, komm, wegen dir habe ich die gesamte Männerwelt saugen lassen, ne? Außerdem kannst du es ruhig zugeben. Ach, die Verkleidung hat dir doch Spaß gemacht, oder? Ja, eine völlig neue Erfahrung. Sonst finde ich es sehr erlästig, von Männern angemacht zu werden. Aber bei einem schwulen Mann? Habe ich was verpasst? Der Kellner an der Bar. Der hat mir ziemlich eindeutige Avancen gemacht, als ich bezahlen wollte. Ach. Und sowas erfährt man nur so nebenbei, ja? Ach, der hätte doch keine Chance. Und außerdem hat ihm sowieso nur das Androgyne fasziniert, denke ich mal. Hm, nicht nur ihm. Silvia auch. Die war wohl eher neugierig. Ups. Na ja, aber sie ist drauf reingefallen. Das heißt bei ihr schon was. Ich habe mich jedenfalls amüsiert wie schon lange nicht mehr. Schade nur ist, dass wir schon zurück mussten. Ja, leider. Aber wer weiß, ob Carlos auch bei Tageslicht den Argusaugen deiner Schwester standgehalten hätte. Hm. Auf den kürzesten Kurztrip aller Zeiten. In diesem Sinne habe ich was gut bei dir. Dann lass uns doch gleich da anfangen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich weiß gar nicht. Wo haben wir denn aufgehört? Vamos, Señora. Ja, ja, ja. Ab in die Arena, du. Ja. Ich konnte dich in aller Öffentlichkeit küssen.
Aber das war doch Carlos. Tja, und ich fürchte, sein Gastspiel ist jetzt vorüber. Schade eigentlich. Ich meine, dass es nicht geht. Ich weiß. Carla, meinst du, die Klatschpresse würde wirklich gleich über dich herfallen, nur weil du lesbisch bist? Was die Zeitungen schreiben würden, damit könnte ich ja sogar leben. Aber mein Vater, der würde das nicht verstehen. Du willst es ihm nicht sagen? Dazu habe ich viel zu lange gewartet. Ich habe mir eine Scheinwelt aufgebaut, die bestens funktioniert. Ich weiß, die Verlobung mit Bernd. Ja, und wenn ich ihm jetzt sage, dass ich das alles hauptsächlich wegen ihm initiiert habe, das kann ich nicht riskieren. Aber lass uns nicht davon reden. Ich find's so schön mit dir, ich möchte das gern genießen. Ich liebe dich. Und Carlos auch.